Hey! Was geht so, liebe Freunde des Horrors und des Gruselns? Ich bin's wieder, euer Crush49. Und ich begrüße euch nun zu meinem kleinen Halloween-Special. In diesem Video spielen wir wieder ein brandneues Sonic-Fangame von denselben Entwicklern von Sonic Resistance. Bekannt als Sonic Unleashed Halloween Night. Und ja, hier wird der Wehr-Igel im Vordergrund stehen. Ganz klarer Fall. Ja, und ohne große Umschweife würde ich sagen, checken wir das Spiel jetzt mal aus. Und ja, beginnen wir gleich mit Windmill Isle Act 1. Das war nebenbei auch wirklich ein sehr, nicer Remix von Hank Castle Act 1 aus Sonic Heroes. So. Also ich sehe, wir können mit der mit den RB können wir dashen. Aber wir können keinen Doppelsprung dieses Mal. Das wundert mich. Auch mit LB geht das genauso. Wir können auch keine wirklich großartigen Techniken. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, was soll's. Legen wir jetzt einfach mal los hier. Ja. Ich kann leider kein Spanisch, deswegen sind die Tutorials leider... ...wird es nicht von Nutzen für mich. Aber gut. Oh, 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 was zum... Hat er mich gerade noch erwischt? Ja, gegen Duck-Geier-Kreaturen setzen wir uns auch wieder durch. Aber ja, optisch sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Und es gibt auch hier wieder Sonn- und Mondmedaillen oder einfach nur Mondmedaillen zu finden. Ja, einfach den Sprung-Dash nutzen, um da rüber zu gelangen. Weil mit dem normalen Sprung alleine geht das nicht. Ja, da wäre... Dafür habe ich mich jetzt auch gegruselt. Da wäre ich auch beinahe noch abgestürzt. Hätte ich gerade noch mal Schwein gehabt. So, und jetzt hier die nächsten. Das heißt schon, wenn man sie berührt hier, oder what the fuck? Da musst du wirklich von einem fernhalten. Sonst verliert man Lebensenergie. Oh, was zum... Zwei Wege? Ja, wo sollen wir jetzt lang? Okay. Diese Kelche kann man nicht zerstören. Also, Kelche... Töpfe? Oder sagt man dazu... Ein Kelche ist ja, glaube ich, das zum Um... Oh mein Gott. Also in Sachen... Küchensachen bin ich jetzt auch wirklich... Ich weiß nicht. Oh. Das ist ein schöner Haufen von denen und die trainieren alle so richtig. Ist das der Anführer? Und da ist schon das Ziel. Aber was ist dann auf... Was ist dann da weiter oben? Oh, und da ist noch eine Mondmedaille. Verpiss dich, Alter! Dann lieber mit Fernangriffen attackieren. Und tschüss. Ja, damit wären wir eigentlich schon am Ziel angelangt, aber ich will erstmal wissen, was auf der anderen Seite so abgeht. Ich hoffe, ich komme da noch hin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das schon das erste Fangame ist, wobei man den Wehr-Igel steuert. Ich glaube fast eher nicht. Ihr könnt mich gerne in den Kommis gerne ausbessern, falls ihr da mehr wisst. Diesmal bekommen wir sogar mit den kleineren hundeähnlichen Viechern zu tun. Ja, ich glaube, diese lang ausgestreckte Faust, die ist da umso praktischer, weil mit der kann man direkt die Gegner fernhalten. Und das war's? Einfach nur für einen weiteren Kampfraum? Ach nein, okay. Für eine weitere Moon-Medaille. Na schön, dann können wir uns jetzt zum Ziel begeben. Wir sind hier fertig.
Ja, war schon ganz okay, muss ich sagen. Hat sich schon mal Spaß gemacht, dieser Level hier. Ich bin sicher, in Act 2 erwartet uns noch eine größere Herausforderung. Schon sagen, das ist der Mond, ne? Ey, wollte auch mal gucken, ob ich irgendein Easter Egg hier noch finden kann. Am Himmel oder so. Wer weiß, sowas verstecken ja auch gerne mal Fangame-Entwickler. So, und jetzt Act 2. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da machen wird. Ah, ja. Oh, direkt am Anfang noch eine Mondmedaille. Ich habe mir schon gedacht, dass wir uns mal in die Stadt reinbegeben, wo wir den ersten Level noch uns außerhalb der Stadt rumbewegt haben. Ich freue mich schon darauf, wenn ich erstmals die Dims-Variante von Unleashed wieder spielen kann. Darauf warte ich eh schon lange, endlich mein Let's Play davon zu machen. So, den nächsten Geier. Fuzzis hier. Und tschüss. Und die nächste Mondmedaille. Ach, die wird ja auch aufgelistet. Unten rechts. Muss auch mal gucken, wie ich meine Facecam positionieren werde, dass das jeder sehen kann. Ich glaube, ich werde sie ein bisschen weiter oben versetzen. Sieht aber schon wirklich nice aus, muss ich sagen. So. Na, da ist nix. Man muss aufpassen, dass ich nicht irgendein game-spielbrechenden Glitch verursache. Ey! Was ist das an der Hand? Das sind doch die... ich bin sogar bei denen gelandet. Ich hoffe, ich komme auch wieder raus. Okay, komme ich, ja. Bin tatsächlich die... Hier sind die ganzen Geister aus Sonic X. Beziehungsweise Sonic Adventure 2. Oh, und jetzt bekomme ich sogar mit Eggman-Robotern zu tun. Ja, dann nehmen wir mal diese Blechbüchsen auseinander. Oh. Und tschüss. Ja, ist doch nicht bloß Dark-Guy-Kreaturen, sondern auch Eggman-Roboter. Ist auch komisch, weil der Weigel soll eigentlich stärker sein physisch, aber trotzdem als normaler Sonic, da können wir die ganzen Egg-Roboter mit einem Schlag, zerstören. Und... als Weigel brauchen die mehr Treffer. Bisschen doppelmoralisch hier, das Ganze. So. So. Ja. Nein! Shit! Da ist er noch vorbeigekommen. Na gut. Moment, das ist doch... Ey, was zum der Hämmerer? Oh shit! Der Hämmerer! Der Hammerboss hier ist das! Ich weiß ja gerade nicht mehr, welchen Namen er nochmal hatte. Aber der ist auch kein Problem für uns. Hatten wir also einen Miniboss mal dazwischen? Anstelle des Dark Titan oder der Dark Mother. Haben wir es mit diesem Hämmerer zu tun? Ja, und jetzt tun sich die. Roboter und Dark Geier Kreaturen zusammen hier. Oh, bleib schön weg von mir. Schade nur, dass die Kombo-Vielfalt nicht so ganz groß ist. Aber es ist in Ordnung. Es tut seinen Job. Aber hier war keine Mondmedaille. Weil haben wir noch 5 aktuell. Ich glaube, von der Perspektive wird es jetzt schwierig zu erkennen, wo hier noch eine Medaille wäre. Oh, da ist eh schon das Ziel. Ja, haben wir das auch schon durch. Dann gibt es noch die Hub-World, die man hier besuchen kann, ha? Huh? Ich müsste doch noch hier irgendwo eine Medaille verstecken. Ich weiß nicht, ob man die für irgendwas braucht.
Ob die jetzt einfach nur so als Sammelgegenstände dabei sind, ohne jeglichen Mehrwert fürs Erste zu haben, sondern erst dann, wenn das Spiel ein Update bekommt, weil, ja gut, es ist ja bestimmt nur eine Demo immer noch. Aber vielleicht ist es trotzdem ein fertiges Spiel für Halloween halt. Ich meine, das ist eigentlich in Europa nicht so wirklich Tradition. Mehr so amerikanisch, aber ja, kann man machen. So, und jetzt mal die Hub World. Kann man die auch mal auschecken. Die schön entspannte Mucke hier dabei noch. So, kann man sich hier wieder ein bisschen austoben. Ja, wirklich, wenn ein Sonic Unleashed Remaster kommt, sollte wirklich die Hubworld auch wieder zurückkommen, aber sowas von. Weil wirklich was von Unleashed übernommen werden sollte, ist auf jeden Fall, also von der Sonic Team Variante, wenn man das wieder zusammen verbindet, weil wirklich, ich hoffe auch, dass, oh, was zum... Ich bin gestorben, weil ich da... Was? Ich wollte doch nur mal runtergucken. Stattdessen bin ich da einfach mal gestorben. Ich sterbe in den normalen Leveln nicht, aber dafür in der Hubworld. Ey, komm. Nicht zu fassen. Oh, hallo, der Herr. Na wirklich, ich hoffe, dass wenn ein Unleashed Remaster oder vielleicht besser gar ein Remake kommen würde, dann bitte, um Himmels Willen, nutzt auch viele Elemente von der Dims-Variante. Verbindet die Sonic-Team-Variante mit der Dims-Variante, aber sowas von. Oh, ja und? Ist noch ein Herr. Ja, und der Eisverkäufer ist natürlich auch da. Hey, haben Sie noch ein bisschen Chocolate-Chip, Eiscreme? Oder wie heißt es nochmal? Chocolate Chip Special Ice Cream? Ich weiß gerade nicht mehr. Jedenfalls Chips Lieblingseis. Haben Sie das noch? Ich nehme gerne zwei davon, bitte. Ich glaube, das kann man sogar in Real Life nachmachen, aber das ist sehr schwer auszuführen. Vor allem in einer Waffel ist das sehr schwer zu schaffen. Der Priester ist auch noch da. Ich glaube, dafür brauchen wir wirklich eine extra große Waffel, um das hinzubekommen. Weil andere, die es nachgemacht haben, konnten es nur in einen Becher schaffen und nicht mit einer Waffel. Aber vielleicht hatten die auch nicht die richtige Waffel zur Auswahl. Naja, auf jeden Fall würde ich mir wirklich wünschen, wenn bei Unleashed von der Sonic Team Variante die Hubworld drin ist, die Grafik und in den meisten Fällen das Level-Design, vielleicht hier und da ein paar kleine Abänderungen, dass es nicht zu lang ist, denn bei den Nachtleveln zum Beispiel. Und, ja, das war's so ziemlich schon. Ansonsten von der Dims-Variante der Final Boss sollte drin sein, also so wie er abläuft. Und, vielleicht ein bisschen angenehmeres Gameplay dazu noch. Wie die Sonnen- und Mondmedaillen sind, also behandelt wurden in der Dims-Variante. Und die Erkundung der Gaia-Tempel noch dazu. Also die zusätzliche Hubworld praktisch. Und alle zusätzlichen und die Sonnenmond-Medaillen sollen nur exklusiv wirklich für die ganzen alternativen Acts da sein. Wirklich exklusiv nur dafür. Die DLCs sollen von vornherein drin sein. Und ja, wirklich, dass die Sonnenmond-Medaillen 100% optional bleiben, dass man da nicht auch noch, dass man die auch nicht alleine fürs Casual-Spielen benötigt, um in der Hauptstory voranzukommen. Das finde ich wirklich bescheuert, wie sie das gemacht haben bis heute noch. Absoluter Pacebreaker bis und geht nicht mehr. Ja, und fix vor allem Eggman Land und Tag Level Sonic sollte sich genauso steuern wie in Generations. Also schärferer Drift und auch der bessere Physics und Gameplay. Das haben sie ja wirklich, weil die Unleashed Engine haben sie wirklich in Generations praktisch perfektioniert. Da sollten sie das genauso dann auf Unleashed übertragen, weil das Unleashed Project zum Beispiel hat ja schon bewiesen, dass die Levels besser zu spielen sind mit Generations Sonic anstelle von Unleashed Tag Level Sonic. Das kann ich nur bestätigen.
Da habe ich wirklich mich besser gefühlt mit den Leveln. Und die haben es ja auch schon zu 98% geschafft, jeden Level da zu übertragen. Und ja, auch die ganzen, also was man auch noch von Generations übernehmen sollte, ist, dass man diese ganzen, sag schon, QTE-Sections, also diese, Quicktime-Events auslässt bei speziellen Rampen oder so, dass man da nicht wieder in einer bestimmten Zeit irgendwelche Knopf rein oder so drücken muss, sondern dass man das halt so machen kann, auch wie in Generations. Einfach nur, ja, mit bestimmten Kombinationen den Boostmeter noch ein bisschen erweitern. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Diese Sachen sollten von Generations noch auf was Unleashed Ultimate übertragen werden, falls es überhaupt so nennen werden, weil wirklich. Aber ich habe die Befürchtung, dass sie die Dims-Varianten wieder genauso ignorieren, wie sie es ja schon mit Sonic Colors gemacht haben. Finde ich echt schade, dass sie es so machen mussten. Ach, hier kann man auch... Ah, ja! Hier gibt es ja keinen Übergang. Hier kann man direkt zur Level-Map auch noch hochgehen. Naja, obwohl... Hier ist noch kein einzige Levelauswahl drin und auch, dass die Musik loopt, auch nicht loopen kann, stört mich auch ein bisschen. Was kann man hier noch alles machen? Hier auch noch der Leuchtturm. Gab's auch noch eine extra Switch? What the fuck? Wir glitschen einfach da durch. Holy shit, was zum... Alter, ich habe ich kann nicht glauben, dass ich in der World Map öfter sterbe als bei den normalen Leveln hier. Was zum Teufel geht hier ab? Und ich finde, das sieht auch ein bisschen unfertig aus. Ja, hier glitscht man auch durch. Was zum Teufel? Aber gut, das ist ja auch wahrscheinlich noch Entwicklung, das Ganze. Ist ja erstmals nur Konzeptsache, weil hier auch zum Beispiel sieht man dadurch, es sieht ja wirklich alles noch so unfertig aus hier an der Stelle. Man sollte auch noch gar nicht dorthin gehen, ganz klar. Das sollte wahrscheinlich auch die komplette Weltkarte laden. Ach ja, und wenn man diese Tails Flugsektion hinzufügt, habe ich auch noch vergessen, dann auch weniger in Quicktime Events, sondern so mehr spielbar wie in Adventure 1. Das ist halt so mehr ein richtiger Shooter wird. Also so ein richtiger Flugshooter halt. Ich finde, sowas würde mir schon besser gefallen. Ich hoffe wirklich, dass sie das noch umändern. Ich denke, das würde wäre dann meiner Ansicht nach wirklich die ultimative Variante von Unleashed. Habt ihr dann noch andere Vorschläge? Ab damit in die Kommentare, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, wir können hier nicht mehr machen, weil wir sind hier praktisch fertig. Weil ich sehe nicht, ob hier irgendwo ein Ziel ist oder so. Da ist überhaupt gar kein... Also habe ich bislang überhaupt nichts gefunden. Aber ihr könnt es gerne selbst probieren, ob ihr irgendwas findet und ob ich was übersehen habe. Indem ihr einfach den Download-Link in der Videobeschreibung anklickt und euch das Fangame selbst holt, auscheckt. Und eure eigene Meinung dazu bildet. Und ja, ihr könnt mir natürlich selbst noch Vorschläge geben, wie ihr ein Unleashed Remaster haben wollt. Und ja, wichtig, aber die wichtigste Sache zuerst, wenn sie das wieder outsourcen wollen, dann bitte sollten sie wirklich wenn sie das jetzt nicht in-house machen möchten, dann sollten sie wirklich gucken, dass sie sich gut informieren über die Entwickler, die sie einstellen wollen. Also wirklich besser informieren, weil Blind Squirrel Games hat wirklich keine gute, keine gute Historie, sagen wir es mal so. Habe ich ja schon im letzten Part von Colors Ultimate euch den Bericht verlinkt, den Angestellte von Blind Squirrel Games veröffentlicht haben, diese Twitter-Tweets. Und das hat mich wirklich schockiert, als ich das durchgelesen habe. Dachte mir, ich spinne. Aber das zeigt wiederum, dass Sega nicht wirklich schuld an dem war, was mit Colors passiert war. Also mit Colors Ultimate. Gut, das Einzige, was sie wirklich hätten tun müssen, um das zu verhindern, wäre, wie gesagt, bessere Recherche über die Entwickler, zu denen sie das Spiel outsourcen wollen, zu machen. Und, zudem auch noch das Spiel, die Entwicklungsverlauf besser zu überwachen.
dass da auch wirklich nicht schief gehen kann dieses Mal. Weil gerusht haben, hat der Sega das selbst nicht. Das war Blind Squirrel Games, die sich gerusht haben, diese Deadline gegeben haben. Und auch vor allem in Bezug auf die Qualitätskontrolle hatten sie auch keinen wirklichen Einfluss haben können, würde ich sagen. Schlimm sowas, es ist schon schlimm, dass das am Ende so passieren muss, aber wenigstens ist Sega jetzt nicht wirklich pro Schuld daran. Sie hätten aber trotzdem einfach das besser im Auge behalten sollen, das ist das Einzige, was man sagen kann, hätten sie besser machen sollen. Aus meiner, wenn man bedenkt, was mit bei den Entwicklern so abgeht, die hätten wirklich bessere Recherche betreiben müssen. Weil ansonsten haben sie ja nicht gerusht, so wie sie es sonst immer gemacht haben. Dieses Mal. Da habe ich dann vielleicht auch etwas erhoffen wieder in Sega, dass sie dieses Mal... Ja, dass sie nicht wieder ihre schlimmen Fehler wiederholen. Aber man muss sehen. Man muss sehen, was jetzt noch kommt, weil... Ja, wir brauchen auch erstmals noch Infos über Sonic Origins und das Sonic-Spiel für nächstes Jahr. Ich erhoffe mir wirklich das Beste. Angeblich sollen diesmal zwei Entwicklerstudios an das neue Sonic-Spiel arbeiten, was jetzt entweder Sonic Rangers oder Sonic Frontiers heißen wird, weil ja, laut Leaks soll es jetzt Sonic Frontiers auch noch heißen. Ich meine, das Ganze, was da herum kursiert, über was das Spiel geben würde, sind auch nur alles 4chan-Leaks und davon kann man halten, was man will, also... Ich persönlich höre mir das zwar mal an, aber ich glaube, tue ich das eher noch nicht so wirklich, weil Leaks sind auch nicht immer wirklich 100% legitim. Weil gut, die Leaks zu Colors Ultimate haben ja gestimmt, das ist schon mal Fakt. Ich meine, das wurde auch von einer offiziellen Dubbing-Seite versehentlich geleakt, also ja. Aber gut. Ich glaube, wir müssen auch erstmals auf Informationen überhaupt über diese neuen Spiele warten, wie zum Beispiel richtiges Gameplay-Video für das neue Spiel, Frontiers oder Rangers, oder wie es auch heißen wird, und dann noch weitere Informationen zu Origins, ob es auch hoffentlich Christian Whitehead-Elemente enthalten wird, aber das wird schwierig, weil ich habe ja gehört, Christian White und sein Team, die arbeiten ja nicht mehr länger für Sega, die arbeiten jetzt an einem eigenen Projekt, sprich, es wird leider Gottes keinen Sonic Mania Sequel geben, oder zumindest nicht von ihnen. Vielleicht stellen sie ja Dims für einen Mania Sequel ein, und Dims hat ja konstant schon wirklich gute Sonic Games selber kreiert, also ja. Aber derweil sind sie noch beschäftigt, sind sie immer noch beschäftigt, bei Dragon Ball Xenoverse 2 immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr DLCs rauszuquetschen für das Spiel. Oder, ich glaube eher, das ist ja Bandai Namco. Die quetschen das Spiel aus wie wahnsinnig. Kommt schon, bitte. Lasst dem jetzt endlich mal Ruhe. Lasst sie wieder für Sega weiterarbeiten. Werden wir sehen. Ich meine... Das wäre vor allem nötig bei Sonic Advance Remasters oder Ports, geremasterte Ports auf jeden Fall. Weil ich denke, auch Sonic Advance könnte vielleicht ein paar kleine Remaster gebrauchen oder was auch immer. Man wird sehen. Okay, also danke für eure Aufmerksamkeit. Weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare und auch, der Download-Link. Wie immer in der Videobeschreibung zum Selbstausprobieren vom Spiel. Und ja, damit bleibt mir noch zu sagen: Happy Halloween!